Christian Hefenbrock aus Wittstock, Matthias Schulz aus Schwerin, René Schäfer aus Nidda und Thomas Stange aus Gengenbach. Teammanager Wolfgang Glas zeigte sich von einigen aufblitzenden guten Momenten dermaßen enthusiasmiert, dass es jetzt Anfang nächsten Jahres ein Trainingslager geben soll. Da sollen Fahrer wie etwa Toni Rickardsson oder Hans Nielsen gewonnen werden, um die Deutschen weiter in Richtung der Weltspitze zu trimmen. Alle Anzeichen dafür stehen zumindest sehr, sehr gut nach einem hoffnungsvollen Rennen in Eskilstuna. Breslau ist der Austragungsort des Race-Offs, von dem sich, wie gesagt, zwei der vier Teilnehmer qualifizieren. Dänemark einer der Favoriten, angeführt von Jan Stechmann und Kapitän Nicky Pedersen. Eigentlich wollten wir das Race-Off hier in Breslau um jeden Preis vermeiden. Es ist sehr anspruchsvoll und es gibt noch einige Gefahren, die auf uns lauern. Wir hätten uns besser in England direkt qualifiziert fürs Finale. Jetzt muss die Mannschaft sich noch einmal zusammenreißen, darf sich keinen Fehler mehr erlauben, um einen der ersten beiden Plätze und damit das Ticket fürs Finale am Samstag zu buchen. Wir haben Charlie Gierde ersetzt durch Kenneth Bjerre. Nachdem Charlie auf seiner Heimbahn in England sehr gut zurechtkam, denken wir, dass Kenny hier in Polen besser sortiert ist, denn er ist sehr klein von Wuchs und hier kommt es auf Spitzenleistung drauf an. Tschechien hat bestenfalls eine Außenseiterchance, angeführt von Aleš Drimmel, einem von zwei entfernten Brüdern aus Pardubice. Unser Ziel war von Anfang an nur, den Einzug ins Race-Off in Stechen zu schaffen. Und hier können wir nur noch überraschen, weil es eigentlich keiner irgendwas mehr zutraut gegen die großen drei Nationen Dänemark, Schweden und Australien. Australien muss einen herben Rückschlag hinnehmen, denn Jason Crump hat sich krank gemeldet bei Teammanager Craig Boyce am Morgen des Rennens. Und bei den Australiern ist merklich die Luft raus zu Beginn nach dieser Hiobsbotschaft. Es ist wirklich schade, dass Jason Crump hier nicht dabei sein kann. Er hat sich übergeben in der Nacht und ist völlig ausgetrocknet. Er sitzt bereits wieder im Flieger zurück nach Hause, um sich dort untersuchen zu lassen. Unser Ziel muss nach wie vor lauten, hier Zweiter zu sein. Und wer sagte, dass wir das nicht auch ohne Jason schaffen können? Wir haben eine gute Mannschaft, der Zusammenhalt bei uns ist wie immer optimal. Und wir werden bis zum Ende kämpfen. Polen, die lokalen Matadoren, die von den Fans natürlich massiv unterstützt werden. Bei ihnen ist Krzysztof Kaspruzak rausgeflogen. Grzegorz Walaszek übernimmt seinen Platz. Angeführt, wie üblich, von Tomasz Golob, dem 34-jährigen Superstar des polnischen Speedways. Das wird eine gute Veranstaltung für mich, für die ganze Mannschaft und für den polnischen Speedway-Sport insgesamt. Natürlich ein sehr wichtiges Meeting. Wir müssen uns auf jeden Fall fürs Finale qualifizieren. Das erwartet jeder von uns. Walaszek wird sich hier auf jeden Fall besser schlagen, als Kaspruzak das getan hätte. Eine weise Entscheidung. Die Schweden und die Briten können sich das Geschehen in aller Ruhe angucken. Sie sind qualifiziert fürs Finale, das ebenfalls hier im Olympiastadion Breslau stattfindet. Und der ganze Druck lastet auf den Polen. Und vor allen Dingen auf Grzegorz Walaszek. Viel Kritik hat es gegeben, dass Krzysztof Kaspruzak nicht mehr mit dabei ist. Gibt auch Kritik, dass Rune Holter, der Mann links im Bild, überhaupt für Polen fahren darf, denn er kommt aus Norwegen und hat einen polnischen Pass, sich ergaunert quasi über seinen Ligaverein Częstochowa. Lauf 1 ging damit los, dass Jaroslav Hampel mit dem blauen Helmüberzug, mit dem die Polen ausgerüstet sind, den ersten Sieg heimfuhr vor Kenneth Bjerre und Davy Watt aus Australien. In Lauf 2 kam dann Skandalnudel Rune Holter zum ersten Mal ans Band. Er besiegte die Dänen Nils Christian Iversen. Adam Shields holte sich einen Punkt für die Australier auf der dritten Position. Lauf 4, Tomasz Golob komplettiert den Hattrick für die polnische Mannschaft. Ryan Sullivan auf Rang 2 für die Australier. Polen allerdings mit einem optimalen Start in diesen Wettbewerb hinein, angeführt von Tomasz Golob. In Lauf 4 steckte Nicky Pedersen den Polen zum ersten Mal einen Stock bei. Der Weltmeister von vor 2 Jahren aus Dänemark setzt sich in Front. 3 Punkte für die Dänen, damit hält Nicky Pedersen Danish Dynamite weiterhin im Wettbewerb. In Lauf 5 wird Grzegorz Walaszek aus Polen früh in einen Unfall verwickelt. Dabei wird der Rahmen seiner Maschine verbogen und der von Otto Weiß neu geleaste Motor von diesem deutschen Supertuner aus Breslau, neu für den Polen, für den Tschechen Adrian Riemel geleaste Motor, kann nicht mehr weiterverwendet werden. Steve Johnson, der australische Ersatzmann für Jason Crump, ärgert sich gemeinsam mit Craig Boyce, den Sie am Telefon gesehen haben, über die Disqualifikation. Adrian Riemel muss mit einem Ersatzmotor nicht so stark wie jeder von Otto Weiß vorlieb nehmen. Grzegorz Walaszek erneut in Führung für die Polen. 3 Punkte, Riemel auf der 2. Position.
In Lauf Nummer 6 setzt sich Gregor Schwalaschek erneut durch. Sullivan auf Platz 2. Die Australier setzen sich bereits ein bisschen ab. Vor allen Dingen die Schweden haben ihre liebe Not in der Frühphase dieses Rennens, weil sie völlig falsch übersetzt sind, mit mehr Grip gerechnet haben und entsprechend die Kettenritzel, die sogenannten Sprockets am Hinterrad, komplett falsch sortiert haben. Sie werden ihre Maschinen allesamt umbauen, müssen sich jetzt schon strecken, um wohl noch einfangen zu können. Nils Christian Iversen gewann Lauf Nummer 7. Lauf 8 geht an Hans Andersen. Weitere 3 Punkte also für die Dänen, die damit binnen 2 Läufen 2 Siege haben notieren können und sich zurückgebracht haben ins Rennen um den Titel. Die Truppe, die von Jan Stechmann angeführt wird, dem Teammanager, zum ersten Mal seit dem 12. Mai in Amt. Polen 20 Punkte, Dänemark nach 8 Läufen auf der 2. Position, Australien auf Rang 3. Lauf 9, Nicky Pedersen für die Dänen gegen Tomasz Golov, Davy Watt und Aleš Strimmel. Polen, Dänemark und Australien kämpfen hier realistisch gesehen um den Einzug ins Finale. Für die Tschechen bestenfalls Außenseiterchancen. Aleš Strimmel mit dem weißen Helm startet von ganz außen. Der Kapitän, einer von 2 rennfahrenden Brüdern aus Pardubice. Die Tschechen müssen auf Bohumil Brehel verzichten, nachdem der sich vor 3 Wochen beim Best-Pairs-Finale der Tschechischen Republik schwer verletzt hat, durch die Bande gebrochen ist, sich dabei das Rückgrat brach, 3 Wirbel mit einem Bolzen 10 cm lang blockiert werden mussten, um Lähmungsgefahr zu verbannen. Eine ähnliche Verletzung, wie Jan O. Pedersen sie auch erlitten hat. Brehel will zwar in Lonigo wieder fahren, aber man geht davon aus, dass das mehr Wunschdenken ist als alles andere. Nicky Pedersen in Rot in Führung vor Davy Watt, dem Australier mit dem gelben Helmüberzug. Zwischen den beiden geht es allerdings um die 2. Position. Ganz vorne hat sich Tomasz Golob schon die entscheidenden Meter verschaffen können. Der gute Auftakt der Polen beim Race-Off findet seine Fortsetzung. Polen scheinbar jetzt schon sicher durch, hat schon mehr als einen Siegvorsprung auf die Dänen. Und auch Australien liegt schon weit, weit zurück. Aber es gibt hier noch ein ganz besonderes Element der Taktik, nämlich den sogenannten Joker, den man sofort dann ziehen kann, wenn man einmal 6 Punkte hinter dem Spitzenreiter zurückliegt. Jede Mannschaft hat einen solchen Joker zur Verfügung. Und wenn der Fahrer mit dem Joker unterwegs ist, dann wird seine Punkteausbeute glatt verdoppelt. Also dann gäbe es 6 statt 3 Punkte für den Sieg, 4 statt 2 für den 2. Platz und 2 statt 1 für Platz 3. Die Australier sind jetzt schon so weit nach dem 3. Platz von Davy Watt, dass sie diesen Joker theoretisch ziehen können. Die Tschechen so oder so. Watt, der Drittplatzierte, hat keine Chance gehabt gegen Tomasz Golob und auch gegen Nicky Pedersen. Davy Watt, einer von denen, die leicht angeschlagen hier in den Wettbewerb gegangen sind. Er hat Prellungen am ganzen Oberkörper nach einem Unfall mit seinem englischen Profiligaverein Eastbourne, als Oxford zu Gast gewesen ist bei den Eastbourne Eagles. Sein Teamkollege bei Eastbourne, Adam Shields, rückt jetzt aus für die Australier gegen Tomasz Topinka, gegen Piotr Protasiewicz für die führenden Polen und gegen Bjarne Pedersen. Shields ist Punkte viertbester bei den Eastbourne Eagles. Davy Watt Punkte drittbester in der Punktedurchschnittstabelle dieses südenglischen Vereines. Adam Shields, ein Rotschopf. Eigentlich nur 2. Wahl gewesen für den australischen Teammanager Craig Boyce, den neu in Amt und Würden befindlichen Mann, der immer noch unterwegs ist. Aber hier geht Adam Shields zunächst einmal in Führung. Wird dann aber innen ausgekontert vom Mann in Blau, von von Piotr Protasiewicz. Shields auf der 2. Position. Jetzt kommt von innen auch Bjarne Pedersen herangeflogen. Aber Adam Shields kann noch die 2. Stelle verteidigen. Jetzt allerdings kommt der Angriff von Bjarne Pedersen, der Mann, der mit Motoren von Anton Nischler, dem legendären Langbahntuner und Weltmeistermacher von Robert Barth, unterwegs ist. Shields hat aber Bjarne Pedersen noch immer locker im Griff, trotz aller grimmigen Attacken des Dänen. Tomasz Topinka, der Mann aus Prag, nur auf dem letzten Platz, abgeschlagen mit dem blauen Helm. Shields mit dem gelben Helmüberzug
immer noch auf Platz 2 als in die letzte Runde hineingeht. Dann taucht aber Bjarne Pedersen innen ein und drängelt Shields weit nach außen. Aber Shields findet dort Grip und kann die zweite Stelle verteidigen. Wichtige Punkte womöglich für die Australier. Adam Shields im Schlusssport gegen Bjarne Pedersen. Ganz vorne drei Zähler für Pepe Protasiewicz. Und Shields hält Rang 2 fest. Für die gebeutelten Australier wichtige Punkte in dieser frühen Phase des Rennens. Sie haben den Schrecken nicht verdaut, dass Jason Crump da erkrankt ist. Können es gar nicht so richtig glauben und müssen sich jetzt alleine ohne den ehemaligen Weltmeister, respektive den noch amtierenden Einzelweltmeister, durch den Wettbewerb quälen. Hans Andersen spricht für die dänische Auswahl. Natürlich ist es für Australien ganz bitter, dass sie den Weltmeister verloren haben. Aber wir dürfen nicht für selbstverständlich erachten, dass sie deswegen keine ernsthaften Gegner mehr für uns sind. Wir haben uns zwar ein bisschen von ihnen lösen können, aber wir wollen dieses Rennen gewinnen und nicht auf Platz 2 ausruhen in Richtung des Finales. Australien muss einiges tun, will man Dänemark noch verdrängen vom zweiten Platz und die Finalkarte lösen. Das Feld zieht sich schon ein bisschen auseinander bei der Zwischenrunde, beim Stechen, beim Race-Off vor dem großen Finale der Mannschaftsweltmeisterschaft. Wir sind in Breslau, wir kommen zu Lauf 11 von insgesamt 25. Und während Polen an der Spitze bereits einen Vorsprung von 7 Zählern hat, liegt Australien auf Platz 3. Ebenso viele 7 Zähler zurück vom rettenden Ufer, den die Dänen momentan einnehmen, auf der zweiten Position. Das heißt, die Australier sind unter Zugzwang, nachdem sie Jason Crump wegen Magenproblemen verloren haben. Der neue Kapitän ist Lee Adams und er ist hier am Band mit dem gelben Helm. Geht zunächst einmal ganz nach außen, hat gegen den Mann in Blau, gegen Rune Holter aus Norwegen, der mit polnischem Pass, polnischer Lizenz in der polnischen Mannschaft unterwegs ist. Zunächst keine Chance, aber dort findet Adams jetzt Grip auf der Außenbahn und geht vorbei. Lee Adams, der neue Spitzenreiter vor Rune Holter. Der direkte Gegner des Australiers ist nicht etwa Holter, sondern ist Kenneth Bjerre, der Mann mit dem roten Helm, den Sie gar nicht erst im Bild sehen können, weil er nämlich auf der dritten Position abgeschlagen liegt. Australien muss 7 Punkte wieder zurückklauben gegen die Dänen. Und Lee Adams ist der Mann, der die Challenge der Australier anführen muss. Er muss die Mannschaft jetzt zusammenhalten. Er ist der erfahrenste und auch der ruhigste von allen, der ausgeglichenste. Für ihn gilt es jetzt als neuer Kapitän, als neuer Skipper, den Verlust von Jason Crump vergessen zu machen. Hier macht er das Optimale draus. Lee Adams führt souverän vor Rune Holter und dann Kenneth Bjerre auf der dritten Position. Das heißt, die Australier machen mit den 3 Punkten für den Sieg von Lee Adams hier auf einen Platz 2 Zähler gut. Da Kenneth Bjerre sich nur einen Punkt für Platz 3 gut schreiben lässt. Ein ganz wichtiges Ergebnis für die Aussies, für die Mannschaft von Craig Boyce, den früheren Superliga-Piloten des MC Norden, der immer noch auf der Isle of Wight in der englischen zweiten Liga aktiv ist und der seit diesem Jahr der neue Teammanager ist für die Australier. Nachdem Neil Street, der Großvater von Jason Crump, auf Wunsch der Piloten abgelöst worden ist. Sie wollten frisches Blut haben, sie wollten was Neues und sie haben Craig Boyce, sie haben Face, wie er mit Spitznamen heißt, vorgeschlagen. Boyce war völlig überrumpelt davon, dass er der Teammanager wird. Sagte, viel mehr Schreibtischarbeit, als er sich das in seiner aktiven Fahrerkarriere zugetraut hat. Ryan Sullivan, er hier ist einer von denen, die Boyce unbedingt haben wollten. Mittlerweile allerdings geht Face Craig Boyce richtig auf in der Aufgabe, hier als Teammanager zu wirken, als eine Art Spielertrainer, auch wenn er selbst nicht mehr fährt. Der nächste Mann, den er nominiert hat, ist Steve Johnston, ein früherer Grasbahn-Europameister von der Gold Coast. Mittlerweile 34 Jahre alt, ein Routinier. Er ersetzt hier im Aufgebot der Australier, der Boxing Kangaroos, den Verletzten, respektive den Erkrankten Jason Crump. Und er fährt auf der Maschine von Jason Crump, hat aber hier in der ersten Kurve überhaupt keine Chance, lässt sich abdrängeln, abstrahlen und versucht damit einem radikalen Linienwechsel Schadensbegrenzung. Jono bleibt aber trotzdem nur Letzter, während in Blau Tomáš Golob die Führung übernimmt. Vor dem Mann in Weiß, Lukáš Driemel aus der Tschechischen Republik und dann mit dem roten Helm Nils Christian Iversen. Steve Johnston auf den Maschinen vom Magenkranken Jason Crump nur auf der letzten Position. Das können die Australier so gar nicht gebrauchen. Aber eigentlich ist ja Steve Johnston überhaupt nicht im Aufgebot gewesen und seine Zeit ist schon abgelaufen. Der Mann, der mit Surferklamotten und mit einem entsprechenden Surfer-Lifestyle auf sich aufmerksam macht. Sehr laid back, wie der Australier sagt, extrem cool, extrem gut gelaunt.
Aber auf diesem Level fehlt ihm mittlerweile der nötige Biss, auch wenn er sich jetzt da hat vorbeitanken können am Mann in Rot, an Nils Christian Iversen. Und zwischen den beiden geht es um einen vielleicht wichtigen Punkt. Johnson gegen Iversen, Iversen gegen Johnson. Jono hat die Nase vorn. Vielleicht holt auch er einen Zähler zurück für die australische Mannschaft. Es schaut ganz danach aus im Schlussspurt. Jawohl, Steve Johnson mit dem gelben Helm brummt den Dänen einen weiteren Punkt auf. Robbt sich für die australische Mannschaft wiederum näher ran. Thomas Golob sorgt dafür, dass die Polen das Geschehen nach wie vor sicher im Griff haben. Lukas Driemel überrascht mit Platz 2. Steve Johnson, der Ersatzmann von Jason Crump, gibt Nils Christian Iversen einen auf den Deckel. Und damit kommen die Australier wiederum näher heran an die Dänen. Zwischen Australien und Dänemark scheint es richtig spannend zu werden. Das war das Manöver, mit dem Jono vorbeigewischt kam an Nils Christian Iversen, dem Spediteurssohn aus Dänemark. Iversen, ein Jüngling mit unter 20. Jono mit 35, ein Routinier. Ein Meister seines Fachs auch in Sachen Marketing. Und jetzt kommt die taktische Variante, die Teammanager Craig Boyce ins Felde führt. Lee Adams ersetzt in diesem Rennen Davy Watt. Als taktische Reserve wird der achtfache australische Meister ans Band gebracht. Und er ist ausgerüstet mit dem Joker. Das heißt, so viele Punkte wie er hier macht, sie werden verdoppelt. 6 statt 3 für den Sieg, 4 statt 2 für Platz 2. 2 statt 1 für den dritten Platz. Adams unter Druck. Im Bemühen, die Dänen unter Druck zu setzen. Sie liegen 4 Punkte zurück hinter den Dänen beim derzeitigen Stand der Dinge. Polen hat bereits 11 Punkte Vorsprung auf die Dänen. Die können wir getrost als Durchmarschierer betrachten. Und die große Frage ist, was kann Lee Adams, die taktische Reserve für Davy Watt, mit dem Joker ausrichten? Der Mann mit dem gelben Helm, er geht in Führung. Wo ist der Däne in Rot auf der zweiten Position? Hans Andersen wird jetzt verdrängt von Piotr Protasiewicz, dem blaubehelmten Polen, der auf Platz 2 liegt. Jedoch Lee Adams in Führung. Auf den Schultern des Mannes aus Mildura lastet zentnerschwer die Kilos, hier möglichst 6 Punkte heimfahren zu können, um seine Mannschaft gegen Dänemark wieder ins Rennen um die Finalteilnahme zu bringen. Und Adams macht das mit seiner ganzen Routine. Punktbester in den Average Sheets, also in den Punktedurchschnitten der britischen Profiliga. Ein absoluter Stilist, Armlenker. Der es schafft, bis auf den Zentimeter, bis auf den Millimeter gar die Linie von Kurve zu Kurve, von Runde zu Runde zu reproduzieren. Ganz ruhiger, ausgeglichener Zeitgenosse abseits der Strecke. Hier allerdings weiß er genau, was die Stunde geschlagen hat, und er macht das Beste daraus. Mit dem Joker unterwegs, Lee Adams souverän in Führung, und er sichert sich 6 Punkte für die Australier, die damit vorbeigehen an den Dänen. Die neuen Zweitplatzierten, die den Verlust von Jason Crump momentan zumindest verdaut zu haben, scheinen 6 Punkte dank des Jokers von Lee Adams. Pepe Protasiewicz auf Platz 2 sorgt dafür, dass die Dänen eine Position verlieren, weil Hans Andersen sich nur einen Punkt gutschreiben lassen kann. Adrian Riemel, der seinen Otto Weiß Motor mittlerweile hat tauschen müssen, auf der letzten Stelle. Jan Stechmann, der neue Teammanager, seit dem 12. Mai in Amt, ich sagte es, diskutiert die Taktik, die er jetzt anwenden muss, nachdem die Australier gerade einen Punkt vor seiner dänischen Mannschaft liegen. Und doch Stechmann ist ja genau wie Craig Boyce ein absoluter Fachmann. Momentan nur wegen eines Schlüsselbeinbruchs außer Gefecht. Normalerweise fährt er bei den Stoke Potters in der zweiten britischen Liga. Kann sich also genauso wie Craig Boyce optimal hineinversetzen in die Bedürfnisse und in die nervlichen Anspannungen der Fahrer. Weiß genau, was jetzt gefragt ist und wann er den Joker ziehen kann. Momentan bleibt er noch cool. Nicky Pedersen wird hier zwar rausgeschickt, aber nicht mit dem Joker ausgerüstet. Nicky Pedersen trifft auf Adam Shields, auf Gregor Schwalaschek und auf Thomas Suchanek aus Tschechien, und Pedersen geht sofort in Führung. Adam Shields versucht außenrum mehr Grip zu finden, aber Nicky Pedersen sagt, nix gibt's, und Shields muss sich sogar noch kurz hinter den Mann in Weiß, hinter Thomas Suchanek anstellen. Den allerdings kann Shields sie zunächst hinter sich lassen. Und Suchanek fällt dann sogar bis auf die letzte Stelle zurück. Shields auf Platz 2 unter Druck von Nicky Pedersen. Ganz vorne Gregor Schwalaschek, der Mann aus Polen, in Führung. Der Durchmarsch der Polen geht weiter. Shields scheint auf dem besten Wege dazu zu sein, Nicky Pedersen einen mitzugeben. Und damit den Vorsprung der Australier, um einen weiteren Punkt auszubauen.
typisch der gigantische Zusammenhalt der Australier. Wie üblich eine fröhliche Mannschaft, wo einer für den anderen einspringt. Sie versuchen den Verlust von Jason Crump so gut es geht vergessen zu machen. Das tun sie vor allem durch mannschaftliche Geschlossenheit und durch enorme Kampfbereitschaft, wie hier demonstriert von Adam Shields. In Blau ganz vorne, Gregor Schwalaszek, der Mann, der neu ins polnische Aufgebot gekommen ist. Die Polen fahren hier alles in Grund und Boden. Adam Shields sorgt dafür, dass die Australier sich um einen weiteren Punkt absetzen können von den Dänen, die mit Nicky Pedersen nur Platz 3 notieren. Thomas Suchanek, der Vaigava-Werksfahrer aus Pardubice, auf der dritten Position. Lauf 15, Ryan Sullivan kommt für die Australier ins Band, ausgerüstet mit einem GM-Triebwerk von Marcel Gerhardt, dem Schweizer Tuner. Er steht ganz außen, neben ihm Jaroslav Hampel aus Polen mit dem blauen Helm, dann Ale Strimmel in Weiß und ganz innen Bjarne Pedersen, der Anton Nischler-Schützling für die Dänen mit dem roten Helm. Sullivan steht unter Druck, hat seine Leistungskurve in diesem Jahr extrem fiebrig. Der Start alles andere als optimal von Ryan Sullivan, während ganz innen... Ja, aber jetzt die Chance dafür, Sullivan durchzutauchen, hat dann aber zurückstecken müssen. Bjarne Pedersen hatte zunächst einmal den besten Start, trieb dann aber zu weit nach außen und jetzt liegen sowohl Pedersen als auch Sullivan plötzlich auf den letzten beiden Positionen, während Jaroslav Hampel, der Lokalmatador, der hier aus Breslau stammt, in Führung gegangen ist, die Bahn optimal ausgenutzt hat. Pedersen hat sich dann narren lassen von einer ganz besonderen Eigenheit dieser Bahn. Die erste Kurve hat im Scheitelpunkt beim Herausbeschleunigen einen ganz, ganz kleinen Knick, sodass man beim Rausfahren sehr gerne sehr weit nach außen driftet, wenn man diesen Knick nicht optimal erwischt. Die Polen wissen natürlich genau, wie sie das ausmachen, wie sie diese Besonderheit beim Herausbeschleunigen aus der Startkurve für sich zum Arbeiten bringen. Und Jarek Hampel am allerbesten, der ist hier zu Hause in Breslau und er macht das Beste daraus. Hampel liegt in Führung. Aber anstatt das Sodo zu sehen, müssen wir schauen, was passiert hier zwischen Ryan Sullivan in Gelb und zwischen Bjarne Pedersen in Rot. Pedersen momentan besser sortiert als Sullivan beim Rausfahren und tatsächlich Ryan Sullivan verpasst in Hoffnung der Australier wieder einen Dämpfer. Respektive Bjarne Pedersen tut das, indem er die Angriffe von Ryan Sullivan erfolgreich abwehrt. Der Kampf um Platz 2 hinter den überlegenen Polen geht nach wie vor weiter. Alej Strimmel, der Mann aus Pardubice, gefällt hier derweil mit dem zweiten Platz. Bjarne Pedersen stutzt die Australier wieder ein bisschen zurück. In Person von Ryan Sullivan, der nicht das Beste aus seinen Marcel Gerhardt-Motoren herausholen kann. Der Stand der Dinge, damit Australien immer noch nur einen Punkt vor den Dänen, aber die Dänen können noch ihren Joker ziehen. Die Australier haben den bereits verbraten in Person von Lee Adams. Im Moment gelingt es uns ganz gut, die Dänen unter Druck zu setzen. Wir haben den Joker möglichst früh gezogen, um ihn nicht irgendwie zu verplempern. Wichtig ist, dass wir jetzt bald mal konstant in die vorderen Punkte fahren und dass die inneren Startplätze, auf denen wir künftig für den Rest des Rennens stehen werden, wirklich arbeiten. Die Dänen haben noch den Joker. Darauf müssen wir immer gefasst sein, dass wir den ziehen. Lee Adams hat momentan gut lachen. Seine Australier haben ein Pünktchen Vorsprung auf die Dänen. Aber bei denen beginnt jetzt Jan Stechmann, der Teammanager Stecker, die taktische Karten zu ziehen. Nicky Pedersen kommt in dieses Rennen hinein als taktische Reserve für Kenneth Bjerre. Und der Kapitän hat auch seinen Motor gewechselt, fährt mittlerweile ab diesem Lauf mit einem Aggregat von Otto Weiß, nachdem er nicht ganz zufrieden war mit jenen Triebwerken, mit denen er die ersten drei Läufe bestritten hat. Vorbereitet von Flemming Graversen aus Dänemark. Jetzt greift er auf einen Motor aus dem alten Bestand des Breslauer Münchner stämmigen Tuners Otto Weiß zurück. Hier im Bemühen gegen Adam Shields, gegen Tomasz Golob und Adrian Riemel etwas auszurichten. Nicky Pedersen startet von innen und geht sofort in Führung. Adam Shields, der Australier, klemmt sich auf Platz 2 hinter ihm, hat aber keine Chance beim Rausziehen, Nicky Pedersen nachzufahren. Gerät sogar noch unter Druck von Tomasz Golob, der ganz außen herum vorbeischleicht, wie er das immer macht. Der schlaksige Mann aus Bydgoszcz. Der Adam Shields hier die zweite Position abspenstig macht. Und jetzt gerät Shields sogar noch unter Druck von Adrian Riemel, dem 23-Jährigen, aus der Nähe von Pardubice stammend. Und das darf Adam Shields natürlich in dieser Phase nicht passieren. Nicky Pedersen als taktische Reserve mit neuem Otto Weiß Motor ausgerüstet. Holt 3 Punkte und Shields hier geht wohl möglich leer aus. Das wäre natürlich eine Pleite für die Australier, wie sie sich nicht leisten können. Ich habe es ja angedeutet, Adam Shields ebenso wenig wie Davy Watt erste Wahl gewesen für den Teammanager Craig Boyce. Es gab eigentlich einen jungen Mann, den er hätte einsetzen wollen. Rory Schlein heißt er.
fährt zum ersten Mal in diesem Jahr in der britischen ersten Profiliga. Hat sich aber im Mai bei einem Ligarennen in Coventry den sechsten Rückenwirbel angebrochen und ist seitdem ruhig gestellt. Und eigentlich wäre Rory Schlein derjenige gewesen, auf den Craig Boyce sich hier hat verlassen sollen. Das wäre einer von zwei Youngster gewesen, die rein hätten kommen sollen. Nicky Pedersen gewinnt diesen Lauf vor Tomasz Golob. Und Shields schafft es tatsächlich nicht, vor Adrian Rümmel zu kommen. Das heißt, der Australien verliert hier wertvollen Boden. Mit Rory Schlein wäre das womöglich nicht passiert. Er sieht zwar aus wie ein Streber, der immer Einsen in Mathe schreibt. Ganz klein, ganz haarig, jung mit einer Brille. Aber er ist irrsinnig schnell, solange er gesund gewesen ist. Und er hätte womöglich dazu beigetragen, wenn er sich den Rücken nicht gebrochen hätte, dass Australien hier nicht schon wieder ins Hintertreffen gerät. Jetzt ist es an Ryan Sullivan, wieder an Dänemark sich vorbeizuarbeiten. Aber Nils Christian Iversen ist auf Maximum Attack gepolt. Er und Piotr Protasiewicz kämpfen in der ersten Runde um die Führung. Der Pole setzt sich letztlich durch. Zwei Punkte gehen aber an den Dänen, während Ryan Sullivan nur dessen einen mit nach Hause nehmen kann. Dänemark kann sich jetzt ein bisschen lösen von den Australiern in dieser Phase. Die Mannschaft von Jan Stechmann hat momentan gegenüber der Equipe von Craig Boyce das bessere Ende für sich, weil jetzt gerade die Schwachpunkte der Boxen Kangaroos kommen. Das ist Adam Shields, der rothaarige Mann aus Eastbourne, der eigentlich aus Newcastle stammt, genau da, wo auch Todd Wiltshire beheimatet gewesen ist, der legendäre, auch für Landshut in Deutschland agierende Australier, der sich von einer schweren Rückenverletzung wieder erholt hat und erst im letzten Jahr seinen Rücktritt hat bekannt geben dürfen. Lauf 18 steht an. Adams und Anderson duellieren sich um die zweite Position. Und Lee Adams weiß natürlich jetzt, der Kapitän der australischen Mannschaft, was die Stunde geschlagen hat. Die Dänen können sich das ruhig anschauen. Auch Nicky Pedersen, der Ex-Weltmeister, mehrfacher dänischer Meister aus Holstein stammend. Er föhnt sich ein bisschen den schweißgebadeten Oberkörper, während Lee Adams sich hier auf der letzten Position einreihen muss. Eine Vorentscheidung zu Ungunsten der Australier. Jetzt schleicht sich Adams innen durch von 4 auf 2 mit einem sagenhaften Manöver. Wenn sich einer nicht geschlagen gibt, dann ist das Lee Adams, der Hans Andersen hier vor sich hinter sich halten kann. Andersen schneidet ganz, ganz eng die Kurve. Und jetzt hat Lee Adams seinen Rhythmus gefunden. Lässt den Blaubehemden Gregor Schwalaszek vorne einen guten Mann sein. Und aber Andersen kommt. Andersen attackiert Lee Adams und geht vorbei am Australier. Der wechselt die Linie, klemmt sich hinter Andersen, aber kommt nicht durch. Lee Adams eingangs der letzten Runde auf die dritte Position verdrängt. Die Dänen haben derzeit den besseren Rand. Aber jetzt kommt Adams und kontert. Adams wieder Zweiter, vorbei an Hans Andersen. Die Australier werfen die Flinte noch nicht ins Korn, beziehungsweise Lee Adams holt sie für die Australier wieder aus dem Korn heraus, nachdem Shields und Sullivan sie dort vorher hineingepfeffert hatten. Jetzt aber Lee Adams auf Platz 2. Er nimmt den Dänen wieder einen Zähler ab. Ganz vorne führt Gregor Schwalaszek. Kommt Adams nochmal ran an Schwalaszek? Nein. Aber Adams sichert sich Platz 2. Immer noch liegen nur zwei Punkte zwischen Dänemark und den Australiern, nachdem jetzt Adams wieder einen Zähler gut gemacht hat für die Truppe aus Australien. Gregor Schwalaszek siegt erneut für die Polen. Die sind längst durch im Finale, können das Ganze hier unter Ulk und unter besseren Testfahrten abhaken. Adams holt für seine Australier einen Punkt gegen die Dänen zurück, aber Australien immer noch auf Platz 3. Und damit immer noch unter Zugzwang etwas ausrichten zu müssen. Die Wiederholung des Laufes. Lee Adams zunächst auf der letzten Position. Und schauen Sie, wie clever der innen eintaucht, die Bahn zumacht. Und da das Optimale, den Knick im Scheitelpunkt, wirklich optimal für sich zum Arbeiten bringt. Und auf einen Plus zwei Positionen gut macht. Nur an Gregor Schwalaszek war natürlich kein Vorbeikommen. Nach wie vor sind es zwei Punkte Unterschied, aber die Dänen haben immer noch den Joker, den sie ziehen können. Und ich warte darauf, wann Jan Stechmann, der Teammanager, dazu schlägt und dann vielleicht den Australiern damit den Todesstoß verpasst. Australien gehört ja zu den Großmächten des Speedway-Sports. Nicht nur den Großmächten, sie haben auch den Sport erfunden und den ersten Weltmeister gestellt in Lionel van Praag. In den letzten 4 Jahren haben sich Australien und Schweden die Ehren in der Mannschaftsweltmeisterschaft geteilt. Jetzt aber kämpft Australien hier gegen das Ausscheiden. Und die Hoffnungen lasten auf Steve Johnston, der wiederum auf der Maschine von Jason Crump unterwegs ist.
Jono gehörte früher, beobachtet von Ryan Sullivan, zum Freundeskreis von Simon Wake, dem unvergessenen Mann aus Buckinghamshire in England. Hat aber nie so richtig einen Durchbruch geschafft, außer einem Grasbahn-Europameistertitel. Hier sicher sortiert er sich ganz innen ein und das war mal richtig klasse. Abgeschaut von Lee Adams im Rennen zuvor, hat Steve Johnson da völlig unbeeindruckt dessen, dass alle anderen ausgeschwärmt sind, die innere Linie für sich beansprucht und sich in Führung gesetzt. Jetzt aber kommt bereits die erste Attacke. Und ausgerechnet vom Dänen von Nicky Pedersen, der vorbeigeht an Steve Johnson. Zunächst einmal sah es sehr gut aus für Jono, dann aber kam Nicky Pedersen und hat ihn zurechtgewiesen in seine Schranken. Johnson auf Platz 2, Nicky Pedersen aber in Führung liegend. Und Johnson gerät jetzt sogar noch unter Druck vom Polen. Jaroslav Hampel auf Platz 3 fahrend. Die Dänen können damit wiederum einen Punkt gut machen, auch die Australier würden die Führung jetzt auf 3 Zähler ausbauen. Das würde bereits einen Sieg und einen Ausfall zwischen sich und die Australier legen. Dänemark in dieser Phase besser sortiert. Fun. Die homogenere Mannschaft ganz offensichtlich. Bei den Australiern glänzt vor allen Dingen Lee Adams. Alle anderen fallen ein bisschen ab. Dänemark hat da das ausgeglichenere Team. Angeführt von Nicky Pedersen, der Kapitän, der hier die Last schultert. Und im entscheidenden Moment für 3 Punkte sorgt. Über Steve Johnson, der für Australien 2 heimbringt. Und Jaroslav Hampel für die souverän führenden Polen einen. Tomasz Topinka, der Prager, auf der letzten Position. Zufriedenheit beim sehr emotionalen Nicky Pedersen, dem viele Leute nachsagen, er sei der neue Bad Boy, quasi der neue Dale Earnhardt des Speedway-Sports, der viel zu hart einsteige. Da wird aber auch viel hineininterpretiert. Die Australier führen, erliegen jetzt, wie gesagt, 3 Punkte, das heißt einen ganzen Laufsieg beim Nuller für die Dänen. Zurück im Kampf um das letzte Weltmeisterschaftsfinalticket. Und genau jetzt greift Jan Stechmann tief in die Taktikkiste. Er schickt Hans Andersen raus als taktische Reserve für Bjarne Pedersen, den Mann aus Ipswich. Und dieser Hans Andersen ist mit dem Joker unterwegs. Das heißt also, Jan Stechmann riskiert alles. Hans Andersen als Reservist für Bjarne Pedersen mit jetzt zu verdoppelnder Punktzahl gegen Ryan Sullivan. Da hat Stechmann natürlich genau gemerkt, dass Sullivan einer der Schwachpunkte der australischen Mannschaft ist, weil seine Fahrten viel zu sehr einem Fahrstuhlausflug gleichen, auf und nieder immer wieder. Jan Stechmann in der Mitte, sehen Sie ihn beim Studium des Programmheftes. Jetzt wird sich womöglich entscheiden, was passiert. Und Stechmanns Hoffnungsträger geht in Führung. Ryan Sullivan lässt sich den Schneid abkaufen in der ersten Kurve, fällt von der zweiten auf die letzte Position zurück. Hans Andersen macht alles richtig, liegt in Führung. Die Dänen sind jetzt hier drauf und dran, die Australier aus dem Wettbewerb zu kegeln. Auf Platz 2 mit dem blauen Helm liegt Rüneholter, der Mann aus Polen. Aber Hans Andersen lässt sich nicht irritieren von der Attacke des Rüneholter. Bleibt in Führung auf dem Weg zu 6 Punkten, zu vorentscheidenden 6 Punkten. Ein Desaster bahnt sich hier an für die Australier in Form von Ryan Sullivan, über den man nur rätseln kann, wo seine Grundschnelligkeit und wo seine Zuversicht, sein Selbstbewusstsein geblieben sind in letzter Zeit. In der Liga fährt er klasse in allen Ligen, in denen er unterwegs ist, in Częstochowa ebenso wie in Schweden oder auch für Pool in der britischen Profiliga für den amtierenden englischen Meister. Aber auf internationaler Ebene kann er die Resultate nicht reproduzieren. Und das nutzt hier Hans Andersen eiskalt aus als Joker unterwegs. 6 Punkte für die Dänen. Da gibt er den Australiern richtig allen mit, weil Ryan Sullivan über den letzten Platz nicht hinauskommt. Enttäuschung im Lager von Lee Adams. Das war nicht zu erwarten gewesen, dass Sullivan dermaßen einbricht. Jan Stechmann, der Teammanager von Dänemark, hat alles richtig gemacht. Ein erster Platz, 6 Punkte für die Dänen vor Rüneholter und vor Lukas Strimmel aus Pardubice, den Tschechen. Ryan Sullivan enttäuscht, der Mann aus Fitzroy in der Nähe von Melbourne mit Platz 4. Freude entsprechend bei Stechmann und Nicky Pedersen. Denn jetzt setzen sich die Dänen ab von den Australiern. Eine mehr als vorentscheidende Phase hier im Kampf um Platz 2. Jetzt gibt es auch den psychologischen Einbruch, zumindest steht er zu befürchten bei den Australiern. Sie haben jetzt 9 Punkte Rückstand
nach 20 von 25 Läufen. Da muss jetzt schon ein mittleres Wunder her, wenn man das noch umbringen will. Momentan haben die Dänen dank Nicky Pedersen scheinbar die Finalfahrkarte in der Tasche. Schön, dass wir jetzt den Durchbruch geschafft haben. Das Meeting war wirklich unglaublich anspruchsvoll. Wir dürfen uns immer noch nicht auf diesen Vorsprung ausruhen, denn die Australier werden sich locker lassen. Aber hier hat sich die Auswechslung und der Joker optimal ausgezeichnet. Wir sind etwas zäh aus den Bändern gekommen zunächst, aber letztlich haben wir unsere Form gefunden. Und wenn wir das wirklich ins Finale schaffen, dann werden wir dort auch deutlich besser aussehen als heute Abend. Jan Stechmann in Diskussion mit Hans Andersen und mit Nils Christian Iversen, die Dänen auf dem Weg ins Finale. 5 Rennen stehen noch auf dem Programm und die Australier müssen sich jetzt am Riemen reißen, wenn sie überhaupt noch was ausrichten wollen gegen die Dänen, wenn sie ins Finale vordringen wollen, die zweimaligen Weltmeister aus den letzten 4 Jahren. Es kommt Steve Johnston, der Ersatzmann für Jason Crump, der mit einem Magenleiden und mit einigen Übelkeits- und Erbrechensanfällen bereits wieder nach England abgereisten, amtierenden Einzelweltmeister. Man merkt in dieser Phase des Rennens förmlich, wie im Lager der Australier in den Boxen ein bisschen die Luft raus ist. Und auch Steve Johnston kann nichts mehr ausrichten. Enttäuschung macht sich breit, tiefe, tiefe Enttäuschung. Ein letztes Aufbäumen von Steve Johnston, aber er fällt von Platz 2 wieder auf die letzte Position zurück. Ganz vorne in Weiß Aleš Trimmel aus Tschechien. Dann in Blau Pepe Protasiewicz und auf Rang 3 Kenneth Bjerre, der Däne, vor Steve Johnston, dem Australier, der hier eigentlich gewinnen muss und darauf hoffen muss, dass die Dänen irgendein Rad oder eine Kette oder sonst was vom Motorrad abfällt, um überhaupt noch eine Chance zu haben, die Dänen wieder abzufangen. Keiner hat so recht verstanden, was da los war mit Jason Crump. Am Abend vorher waren wir noch gemeinsam Abendessen. Teammanager Craig Boyce hat allen eine Mahlzeit und ein Bier ausgegeben und es gab überhaupt keine Anzeichen, dass Jason Crump irgendwie krank oder übel drauf sein sollte. Im Gegenteil, alles schied optimal, die Mannschaft zusammengeschweißt. Und plötzlich am nächsten Morgen kommt Jason Crump auf Craig Boyce, den Teammanager, zu, gibt ihm seine Rennweste und sagt, ich kann heute nicht fahren, fühle mich vollkommen hundeelend. Riesige Überraschung und auch riesige Enttäuschung. Vor allen Dingen Davy Ward und Adam Shields, völlig überwältigt davon, was da auf einmal an Last auf sie zugefallen kam. Und Craig Boyce, bitter, bitter enttäuscht, fühlt sich im Stich gelassen von seinem Aushängeschild. In seinem ersten Jahr als Teammanager. Mit so etwas hätte er niemals gerechnet. Und die Enttäuschung, die bebt jetzt im Lager der Australier nach. Steve Johnston nur Vierter. Und damit sind die Aussies so gut wie ausgeschieden. Aleš Trimmel dagegen holt sich in diesem Lauf einen respektvollen 2. Platz. Die Karriere der Gebrüder Trimmel, sie stagniert ja momentan ein bisschen. Also noch einmal in Gelb sehen, wie Steve Johnston mit dem Mute der letzten Verzweiflung versucht vorbeizukommen, dann aber die Maschine instabil wird. Die Trimmels kommen aus einem Speedway-Haushalt. Vater Aleš war erfolgreicher Fahrer, setzt sich jetzt aber gar zu sehr unter Druck. Immer wieder gibt es großes Geschrei in deren Box. Aleš Trimmel und Lukas Trimmel nicht so gut, wie sie eigentlich sein sollten, aufgrund ihres reinen Talents, aufgrund der reinen Grundschnelligkeit. Die Tschechen haben hier keine Chance, auch wenn sie jetzt nochmal in Lukas Trimmel den Joker setzen, um die Punkte zu verdoppeln. Lukas Trimmel erholt sich immer noch von einer Sprunggelenksverletzung. Die ist zwar mittlerweile 2 Jahre her, aber wenn sie mal eine solche Verletzung gehabt haben oder sich damit auskennen, dann wissen sie, da wird man nie wieder so richtig fit von. Thomas Stange, der Mann aus der deutschen Nationalmannschaft, die Sie gestern sahen, muss zum Beispiel auch immer einen Spezialschuh tragen, damit das Sprunggelenk abgestützt wird. Und bei Lukas, dem Mann mit dem weißen Helm, scheint hier vor allen Dingen die Verletzung im Kopf noch eine Rolle zu spielen. Er ist hier aber mit dem Joker ausgerüstet. Er trifft auf Dave Watt aus Australien, Nils Christian Iversen, der in Führung geht für Dänemark. Dann aber ausgekontert wird von Lukas Trimmel und von Gregor Walaschek. Walaschek übernimmt die Spitze, Lukas Trimmel auf der 2. Position, Nils Christian Iversen vor Davy Watt. Und jetzt sogar vorbeigegangen an Lukas Trimmel. Watt auf der letzten Stelle. Und damit werden die Australier endgültig ausgeschieden. Gregor Walaschek liegt in Führung. Die Polen haben an diesem Abend die perfekte Vorbereitung getroffen. Teilweise, beispielsweise wie Tomasz Golow, war man tagelang testen und Probefahren hier in Breslau. Das zahlt sich jetzt aus. Die Abstimmung optimal hingebaut. Die richtige Linie verinnerlicht auf dieser abknickenden Bahn.
Gegen die Polen ist überhaupt kein Kraut gewachsen und sie sind damit auch der große Favorit fürs Finale der Mannschaftsweltmeisterschaft am gleichen Ort. Walaschek 3 Punkte, deren 2 für Nils Christian Iversen, der damit dafür sorgt, dass es nur noch Formsache ist in Lauf 23 für Hans Andersen, den endgültigen Durchmarsch der Dänen ins Finale sicherzustellen. Die Polen sind durch, uneinholbar an der Spitze, haben sie sich qualifiziert fürs Mannschafts-WM-Finale in Breslau. Adam Shields muss jetzt im nächsten Rennen schon gewinnen für die Australier und Hans Andersen muss komplett leer ausgehen, wenn da noch was gehen soll. Ein einziger Punkt würde Hans Andersen schon reichen, im nächsten Lauf die Australier aus dem Wettbewerb zu kegeln und seine Dänen in Führung zu setzen. Dave Ward hätte hier mehr machen müssen, als sich überrumpeln lassen. Aber da merken sie genau, dass dieser Sport auch eine ganz starke mentale Seite hat. Die Polen, wie gesagt, sind durch und die Australier fahren wie Flasche leer aufgrund der mentalen Enttäuschung, im Stich gelassen worden zu sein von einem plötzlich rätselhaft erkrankten Jason Crump, wo sich keiner erklären kann, was da wirklich dahinter gesteckt hat. Crumpy hat nicht mal mehr die Professionalität besessen, da zu bleiben und den Australiern zumindest moralischen Beistand zu leisten, ist bereits in Manchester angekommen. Während die alleingelassenen Australier hier mit dem Mute der Verzweiflung gegen das Ausscheiden auf Zwischenrundenebene kämpfen. Jetzt muss Adam Shields gewinnen und Hans Andersen ausfallen, sonst sind die Dänen durch. Lukas Strimmel und Jaroslav Hampel in diesem einen Lauf. Staffage gegen das Dramatische, gegen die Vorentscheidung oder die endgültige Entscheidung zwischen Australien, für die Ryan Sullivan wartet, und Dänemark, für die Hans Andersen am Band steht. Andersen klemmt Adam Shields sofort ab. Shields ist letzter und muss jetzt alles Mögliche ziehen, inklusive der Register, die irgendwo rumliegen, um noch was ausrichten zu können. Hans Andersen geht in Führung. Es scheint die Vorentscheidung gefallen zu sein zugunsten der Dänen. Dänemarks Hans Andersen liegt in Front vor Lukas Strimmel und vor Jarek Hampel, wenn ich es richtig gesehen habe. Lukas Strimmel in weiß, dann Jaroslav Hampel in blau auf der Position dahinter. Und Adam Shields abgeschlagen. Die Luft ist draußen. Und die Australier fügen sich in ihr Schicksal. Hoffen aufs nächste Jahr. Wenn dann Rory Schlein hoffentlich wieder fit sein sollte. Und wenn auch ein Ryan Sullivan wieder zu der Form findet, mit der er eigentlich Ende der 90er Jahre rübergekommen ist von Australien, zunächst zum MC Norden in Deutschland und zu den Peterborough Panthers in England, und sich dann von dort weiterentwickelt hat zu einem gefragten Fahrer für Częstochowa und für Poole, hier aber absolut enttäuschte, ebenso wie die gesamte australische Mannschaft mit Ausnahme von Lee Adams. Teammanager Craig Boyce sehr, sehr traurig über das, was er hier mit miterleben musste. Hans Andersen sorgt mit seinem Sieg dafür, dass die Truppe von Jan Stechmann den Einzug ins Finale schafft. Drimmel auf Platz 2, Jarek Hampel auf Rang 3 für die längst durchgefahrenen Polen. Und Adam Shields besiegelt mit einer punktelosen Fahrt in Lauf 23 endgültig das Ausscheiden der Boxing Kangaroos. Lee Adams wendet sich enttäuscht ab. Der zweimalige Weltmeister der letzten Jahre nicht mehr im Wettbewerb. Polen und Dänemark stehen als Finalteilnehmer fest nach dem 23. von insgesamt 25 Läufen. Das heißt, die letzten beiden Heats jetzt nur noch reine Makulatur und bessere Testfahrten eventuell für die Vorbereitung auf das Mannschafts-WM-Finale, das am selben Ort stattfindet. Jan Stechmann kann zufrieden sein. Auch seine taktische Marschroute hat sich optimal ausgezeichnet. Im richtigen Moment hat er auf den Joker gesetzt. Im richtigen Moment die taktische Auswechslung vorgenommen in Form von Nicky Pedersen. Und der seinerseits im rechten Moment die Motoren getauscht hat, respektive die Maschinen, umgestiegen von Flemming Graversen auf Otto Weiß getunte GM-Aggregate. Und danach hatte Nicky Pedersen auf einmal den richtigen Qualm unterm Hintern, um den Australiern mit dem passenden Einsatz des Jokers den Todesstoß zu versetzen. Lauf 24, Ryan Sullivan für die Australier erneut letzter, Nicky Pedersen für die Dänen erneut erster. Ein Spiegelbild dessen, was sich abgespielt hat heute Abend im Race-Off. Pedersen liegt zwar kurz einmal hinter Rune Holter zurück, attackiert den dann aber und geht außenrum mit Überschuss vorbei. Holter und Pedersen kämpfen um die Führung. Adrian Riemel, der für den schwerverletzten Bohumil Brehel ins Aufgebot der Tschechen gerückt kam, auf der dritten Stelle vor Ryan Sullivan, dem abgeschlagenen Aussie. Nicky Pedersen bleibt vorne. Weder er
noch Rüne Holter müssen irgendwas riskieren. Ihre beiden Nationen sind durch ins Finale. Treffen dort auf England, den Sieger von Lauf 1 in Swindon, und auf Schweden, den Titelverteidiger und Sieger von der zweiten Vorrunde in Eskilstuna in Schweden. Holter und Pedersen geben sich nochmal richtig, behaken sich nach allen Kräften, und Rüne Holter macht gegen Ende den Gasgriff mutiger auf als Nicky Pedersen und sorgt für weitere 3 Punkte für die begeisterten Polen, die ein Gefühl haben, dass was in der Luft liegen könnte, dass es zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren vielleicht wieder einen Titel setzen könnte für die polnische Nationalmannschaft, die kurioserweise von einem Norweger, von Rüne Holter, maßgeblich mitgeprägt wird. Er gewinnt hier vor Nicky Pedersen, vor Adrian Riemel und vor Ryan Sullivan. Holter und Pedersen in gelöster Stimmung unterwegs ins Fahrerlager. Es ging um nichts mehr, denn sowohl Polen als auch Dänemark haben bereits die Qualifikation geschafft fürs Finale. Das 2 Tage nach diesem Race-Off, nach diesem Stechen stattfindet. Und schließlich in Lauf Nummer 25 treffen wir noch einmal auf Lee Adams, Tomasz Golob, Tomasz Suchanek und Bjarne Pedersen. Und Disqualifikation für den Mann in Weiß, für Tomasz Suchanek. Nach einem Sturz, sodass Lauf 25 wiederholt werden muss. Tomasz Golob setzt sich in Blau in Führung vor Bjarne Pedersen in Rot. Der versucht außenrum zu schleichen und schafft das auch. Profitiert davon, dass es diesen Air Fence, den mit Luft gefüllten Fangzaun, der in der Weltmeisterschaft vorgeschrieben ist, der Einzel-WM, hier bei der Mannschafts-WM nicht gibt. Kurioserweise, viele haben sich darüber gewundert, ob es zu schwierig sei, den von Målilla in Schweden, wo der nächste Einzel-Grand Prix stattfindet, nach Polen und zurück zu transportieren. Der wahre Hintergrund scheint mir ein anderer zu sein. Die Polen nutzen ein bisschen ihren Heimvorteil aus. Aufgrund der Knickbahn brauchen sie hier auf den Geraden jeden Meter, den sie sich nach außen driften lassen können. Und der Fangzaun würde 2 Meter von nutzbarer Bahnfläche wegnehmen. Da die Polen aber ihre Meter genau damit machen, dass sie möglichst weit außen fahren, an die Bande herandriften und dort in den hingewirbelten Schotter möglichst viel Grip finden, ist es für die Polen gut hier, dass der Fangzaun nicht da ist. Ein kleines bisschen Heimvorteil ausnutzen hat noch keinem geschadet. Das wissen ja auch wir Deutschen. Spätestens seit Egon Müller 1983 Weltmeister wurde im Motodrom Halbemond in Norden, wo ja auch die Bahn vor allem für die persönlichen Vorlieben von Egon Müller hergerichtet worden ist. Das ist ganz normal im Bahnsport. Nichts Verwerfliches dran. Die Polen machen es hier genauso. 3 weitere Punkte für Tomasz Golob, der die Vorrunde damit als Sieger beendet. Die Polen haben das Stechen, das Race-Off eindeutig im Griff gehabt. Bjarne Pedersen auf 2, Lee Adams holt 1 Punkt für die enttäuschten Australier und Tomasz Suchanek disqualifiziert nach seinem Crash vom ersten Versuch. Polen, angeführt von Tomasz Golob, hat sich sicher und absolut dominant qualifiziert für das Finale, wo man auf England und Schweden trifft. Dänemark als Zweiter des Race-Offs ebenfalls durch. Australien und Tschechien ausgestiegen. Wir sind sehr zufrieden und werden uns jetzt mit voller Konzentration auf das Finale vorbereiten. Heute Abend haben wir das nötige Selbstvertrauen befasst, um hier auch mit entsprechend gelösten Nervenkostüm ins Finale gehen zu können. Gregor Walaszek hat sich als Joker erwiesen, er hat 5 Siege eingefahren. Wirklich, das hat sich gelohnt. Ich hoffe, er kann Samstag genauso gut agieren. Im Finale also Großbritannien, die Sieger aus Swindon, gemeinsam mit Schweden, die Sieger aus Eskilstuna, mit Polen, den Siegern aus Breslau und Dänemark, den Zweiten vom Race-Off in Breslau. Es war ziemlich knapp zwischen uns und Australien, zumindest für eine ganze Zeit lang. Wir haben einiges an Blut und Wasser schwitzen müssen, aber letztlich hat es funktioniert. Nicky Pedersen hat als Kapitän optimal vorbildlich gewirkt und die Vorentscheidung zu unseren Gunsten vorbeigefahren. Er und Hans Andersen waren absolut brillant heute Abend und sie waren die Stützen unseres Finaleinzuges. Die polnischen Fans begeistert vom Sieg. Ein Vorgeschmack auf das, was kommt beim Mannschafts-WM-Finale. Das sehen Sie ebenfalls bei uns auf Eurosport. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Zugucken. Ihr Norbert Okenga.